Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Man of Medan mit dem lieben Danger. Hallo. Und ich würde sagen, wir klicken gleich auf Fortsetzen und dann geht's sofort wieder los. Wir sind auf dem Schiff. Oh Gott. Du hast ein Feuerzeug dabei. Und da ist auch nur direkt so, na gut. Wird ja nicht schlecht, ne? Ja, aber als ob sie die ganze Zeit dann auch Feuerzeug dabei hatte. Ja, das ist auch schon wieder so komisch. Wo zur Hölle sind wir denn hier? Das würde ich auch gern wissen. Nach unseren Beobachtungen ist dies eine Art Schiff. Und noch dazu ein verlassenes. Daher würde ich mal vermuten, dass es irgendeine Art verlassenes Schiff ist. Wow. Ach, echt, Sherlock? Irgendwie war das klar. Sei doch kein Clown, Conrad. Das ist ernst. Alter. Sitzen wir nicht einfach rum. Wir brauchen einen Plan. Genau. Wir sind nicht unbedingt in der besten Position, um irgendetwas zu tun. Wenn Ihre Aufmerksamkeit nachlässt, nutzen wir die Chance und verschwinden von hier. Ja, Mann, dem rostigen Kahn fehlt eine Tetanusspritze zum Ozeanboden. Ja, seien wir wachsam und warten einfach auf den richtigen Moment. Sie haben unsere Verteilerkappe. Ohne die kommen wir nirgendwo hin. Verdammt. Also, okay. Was genau ist eine Verteilerkappe? Stell dir vor, du redest mit einem, der absolut nichts über Boote weiß. Also die Verteilerkappe leitet für gewöhnlich die Spannung von der Spule zu dem richtigen Rotor, der dann wiederum... Ohne sie läuft der Motor nicht. Und ohne sie fährt die Duke of Milan nirgendwo hin. Während diese Typen nach Mandschureigold suchen oder was sie auch meinen, auf diesem schwimmenden Sarg zu finden, sollten wir die Chance nutzen und nach einem Weg hier raussuchen. Ich finde schwimmenden Sarg eine echt gute Beschreibung. Ja. Und... Genau, das Erste, was ich mache, immer umgucken, wo man eingesperrt wird, was denn alles möglich ist überhaupt. Was ist hier passiert? So, ich gucke mir generell jetzt einfach mal alles an. Ja. Erstmal schön in Ruhe. Geheimnis gefunden, ja! Was da wohl passiert ist? Atzer. Gutlich. Als wir dir sagten, das wird ein nettes Abenteuerchen. Stand da was im Kleinen? So. Das Vorlesen, das lohnt sich ja jetzt hier nicht. Ich würde es halt nicht laut vorlesen, aber ich würde es lang genug. Ich würde es mir selber durchlesen, da können die Zuschauer auch gleich genau, lesen dabei. Ja, das meine ich. Und nur laut vorlesen wäre blöd, wenn wir da jetzt uns gegenseitig reinreden. Richtig. Hey, ich habe schon was gefunden. Guck, was ich gefunden habe. Danger? Ja, man weiß es ja immer nicht, ne? Mann! Nee, ich gehe da jetzt nicht hin. Kannst du knicken? Ich lese hier. Ja, ich kann zum Glück auch noch rumlaufen. Warte mal. Ich will auch das Geheimnis finden. Sterne explodiert, das sagt die Maschine. Ready? Tschüffu, die Sud. Die Sud. Was mit den Laderäumen? Was? Man konnte die belauschen. Huch. Klick halt an. Hier. So. Warum das wohl abgerissen wurde? SS, irgendwas. USS wahrscheinlich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das hier? Warum es wohl verlassen ist? Warte, 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 warte. So, habe ich. Ja, aber das dürfte nicht mit dem Boot zusammenhängen. Das ist einfach nur eine Zeitung. Ich will echt nicht wissen, was diese Kerl. Dachte schon, da war irgendwas. Hey, halt die Augen. Du. Echt unheimlich. Cool, eine Brille. Boah, in der Tasse ist noch was drin. Das war schimmelig. Vor allem, dass das überhaupt schimmelig ist, das muss eigentlich weg sein. Nach so vielen Jahren. Lauf doch um den herum.
Komm ich denn nicht in die Ecke? Geh weg. Ach, meinst du, dass hier unheimlich ist? Ach, wirklich? Hätte ich nicht gedacht. So, wollen wir weitergehen hier? Warte, du hast gemeint, du hattest irgendwo eine Tasse? Nein, die konnte ich nicht anschauen, das war, wo die Brille ist. Ah, okay. Die stand okay, ja, dann lass weiter. Wenn das irgendwie geht. Ja. Hallo? Was gefunden? Ich kriege ihn nicht auf. Hey! Hierher! Wollt ihr da wirklich reinkraxeln? Aufsprengen, Freiheit. Wow, wir wissen nicht, wohin dieser Schacht führt. Dann finden wir es doch raus. Soll ich ein Loch in die Wand schlagen? Fällt ja gar nicht auf. Ja, klar. Starker Mann, zeig's uns. Wir brauchen eine Ablenkung. Das wird laut. Ja, okay. Conrad, du machst das. Nur mal so nebenbei, ne? Den Tisch da wegschieben war ja nicht laut. Hey, da hier, Long John Silver und so. Was macht ihr denn da draußen? Ach, da Stücke und eine Pulle voll rum, die einbeinigen Abwehr. Ja, ihr schmiedigen Korsaren. Ja, hier. Papagei von den Schiffen. Ich warne euch. Ich bin Amerikaner. Wollt ihr das Landpräsident euch haben? Das wird er denn nicht. Dich. Euch alle. Persönlich. Persönlich. Hey, kannst du mich hören? Ich rede mit dir. Hallo. Hallo, ich rede mit dir. Nickst nicht. Warum wird die Musik gerade so? Oh Gott! Nein! Was? Das ist doch Kacke! Bitte stirb nicht! Ich dachte, es wäre jetzt ein Quicktime-Event und hab sofort drauf gedrückt. Ja. Du auch? Das ist so. Nein, ich hab das nicht erwartet. Aber. Alter. Scheiß drauf. Wir müssen Fliss holen. Sie wurde wegen mir geschnappt. Ja, holen wir sie. Niemals. Keine Heldentaten. Wir müssen schnellstens ganz weit weg. Scheiße. Du hast recht. Wie dumm, das regt mich gerade auf. Ich hoffe nur, dass das jetzt nicht irgendwie ein Problem wird. Wo ist was? Hier ist doch auch noch irgendwas. Achso, dann geht er da rein. Niemand betritt 3A. Hm, was ist 3A? Das ist Deck 3A. Alter, nicht so laut. Warte, ich gehe erstmal. Weil nein, die anderen sind ja noch vorgegangen, dann gehe ich hier rein. Niemand! Ganz ernsthaft, niemand! Niemand! Ja, moin. Bist du reingekommen? Ja, ne? So. Hi! Gott, ich frag mich, ob Fliss okay ist. Sie ist ein zähes Ding. Was machen Sie wohl mit ihr? Jay, du machst dich bloß verrückt. Hoff einfach, dass... Wieso guckt er sich einfach so die Lumpen da an?
Ich habe halt irgendwie auf einen Kommentar dazu gehofft, aber nee. Noch mehr. Ratten, ich hasse sie. Alter, mach das doch nicht. Oh Gott. Erstmal. Oh. Bei mir kommt keine Ratte. Erstmal Herzschlag auf 5000. Geh halt durch die Tür, Mann, Mädchen. Boah. Ich hab mich ganz so erschrocken. Oh Gott. Oh. So. Hier ist auch wieder eine Tür. What the fuck? Was? Okay, das war gerade gruselig. Was war gerade? Oh, ich, ja, kann ich jetzt leider nicht sagen, weil das nur für mich. Oh, fuck. Oh nee, jetzt habe ich ein bisschen. Okay. Hattest du eine Vorahnung? Nee, ich habe was gesehen. Was oh definitiv da nicht sein kann. Dieses Bauch, wisst ihr was? Oh! Alter! Das, auf einmal stehst du da vor mir, ey. Wo hast du das gesehen? Sag mir. Ich will wissen, ob ich das auch sehe. Wenn wir nochmal zurückgehen, da bei der Tür. Bei der Tür, wo die Ratte war? Nee. Weiter später dann schon. Also wo der Durchgang war, von dem Eingang in den anderen. Achso, ich glaube, da komme ich nicht mehr hin, leider. Verdammt. Warte mal. Da hast du was gesehen? Nee, das gerade hier vorne, den Gang zurück, wo da der Durchgang ist, die Tür. Ja, aber da komme ich nicht mehr durch. Echt nicht? Könnte da zurückgehen. Das ist... Kann ich nicht laufen irgendwie? Mädchen, lauf schneller. Aber hier gibt's keinen... Was war das für ein Deck? 3A. Ja. Also ich vermute, dass das damit ein Deck gemeint ist. Nee, ich komme irgendwie nicht zurück. Boah. Diese Steuerung. Komisch. Hi. Warte, ich guck mal, ob ich kann. Da geht's rein. Doch, ich komm zurück. Boah. Hier, wo ich stehe. Warte, ich bin gerade woanders. Ich komm gleich, das schaue ich mir danach an. Aber mich würd's halt interessieren, ob ich dann auch was sehe, was? Meine Nase juckt. Oh, das hatte ich immer so. Bei den Aufnahmen. Hört dann auch nicht auf. Nein, vor allem immer, wenn du mit Facecam aufnimmst. Nein, ich komme hier nicht zurück. Ich weiß nicht, ob du mich siehst. Warte mal, ich laufe. Aber ich komme nicht durch. Ach so, okay. Nee, ich komme da nicht durch. Was? Komisch. Wir wissen, wo zur Hölle alle sind. Hier müssten Dutzende Leute an Bord sein. Hunderte. Ja, aber das ist so, wie das aussieht. Und ihr Zeug ist noch hier. Aber die Leichen eigentlich dann, ne? Ja, irgendwo müssen eben Leichen sein, das ist halt die Sache, aber wir haben außer das draußen nichts gesehen noch. Was? Nee. Hier ist irgendwie gar nichts, kann das sein? Ja, es geht noch irgendwie zu den Toiletten. Aha. Krieg ich Outlast-Feelings. Waren mir die Toiletten auch immer am liebsten. Auch lesen. Was hatten die sich am Bein getan, die Julia? Ach so, ja, die hat sich unten beim Tauchen. Ah, okay. An eine scharfe Kante gekommen. War auch so ein mega kurzes Quicktime-Event. Oh Mann. Okay, was haben wir denn hier? Also die nerven mich jetzt eigentlich schon ganz schön. Was? Gerade weil ich dann mit der Fliss vielleicht verkackt habe. Ja, ich würde mir dann mal nicht so große Gedanken machen. Mal schauen, was da noch alles passiert. Vor allem, wir verkacken beide teilweise, also. Alles gut. Ja, aber trotzdem so früh. So, da ist nichts. Der Rest ist unleserlich. Warum liegt so ein Brief hier am Klo?
Das ist jetzt nicht der beim, Ort, beim Scheiß geschrieben. Ja, eben, ich wollte gerade sagen. Nee. Och. Jetzt habe ich nicht gehört, was der gesagt hat. Ich glaube, ich habe schon wieder Hallus. Du auch? Ja. Ich habe was gesehen. Ich hasse alles. Ach du Scheiße, Mann, ist das heftig. Da ist geblinkt. Und? Können wir hiervon noch was nutzen? Wir brauchen die Verteilerkappe wieder. Bist du gerade da bei den Rohren? Guck mal da runter, was sagt der? Hat deine irgendwas gesagt dazu? Ich hab was gesehen. Ich hab jemanden gesehen. Oh, nee. Komm, ich dachte mir noch so, oh, da steht einer. Vielleicht ist das wer von uns. Auf einmal bewegt er sich mit einem Sound. Fuck. Dieses schreckliche Geräusch, meinst du? Also, sie hat gerade gesagt, hörst du das? Na klar, hast du. Hat sich etwas okay. Bewegt. Wenn sich was bewegt. Das Spiel ist so fies, Mann. Warum spiele ich sowas? Hier komme ich nicht weiter, aber da kann ich rüber. Oh, jetzt macht er das Buch erst auf. Weißt du, du drehst es immer hin und her. Hallo. Guten Tag. Das sind mehrere Seiten, ne? Ja, dann... Viel Spaß. Dann liest vielleicht diesmal wirklich laut vor. Dann sparen wir ein bisschen Zeit. Okay. 19. Juni habe in Frachtraum 1 einige Bereiche identifiziert, die strukturelle Schwächen und Risse aufweisen. Habe unseren Schiffsbauer angewiesen, die nötigen Reparaturarbeiten durchzuführen. Ich habe dem Kapitän geraten, bei der Heimreise Vorsicht walten zu lassen, insbesondere bei schlechtem Wetter. Zu große Belastung könnte leicht einen Kielbruch verursachen. 20. Juni. Es gab Beschwerden über Fehlfunktionen der elektronischen Ausrüstung. Bei der Überprüfung der Ausrüstung habe ich Zinn-Wisker-Bildung an mehreren Komponenten festgestellt. Ich habe die Geräte gereinigt und die Lötverbindungen mit Blei repariert. Dies hat die Kurzschlüsse behoben und sollte die Wisker-Bildung verlangsamen. Ja. Nächste Seite. Genau. 21. Juni. Die wöchentliche Generalprüfung von Treibstoff, Öl und Hydraulikflüssigkeit im Maschinenraum ergab einen niedrigeren Zylinderölstand als erwartet. Habe die Maschinenraummannschaft zu erhöhter Wachsamkeit und stündlichen Checks aufgefordert, damit bei Druckverlust sofort ein Techniker informiert werden kann. 22. Juni. Das Schiff geriet kurz nach Mitternacht in ein schweres Gewitter. Durch Blitzschläge kam es zu Lichtbögen entlang der Hebeseile auf dem Oberdeck, die schwere Schäden verursacht haben. Derzeit betreffen die meisten Sturmschäden die elektronische Ausstattung. Wahrscheinlich wurden diese durch die vorherige Wisker-Bildung noch verschärft. Trotz rauer See gibt es keine Berichte über strukturelle Schäden am Schiffsrumpf, aber ich werde eine Nachtschicht einlegen, um eine vollständige Schadensbeurteilung durchzuführen. Okay, das war's. Okay. Ja. Interessant. Ganz kurz, wie sieht's mit der Zeit aus? Oh, ja, wir haben jetzt 18 Minuten, also 19, können wir eigentlich schon Stopp machen hier. Ja. Dafür, dass war ein bisschen länger, dann ist die jetzt ein bisschen kürzer. Genau, wollte ich auch gerade sagen, dafür, dass die letzte ja länger war. Gut, so. Dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ja, ich auch. Ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ist immer ganz lustig, dass du Tag sagst, weil der die Parts kommen ja abends. Furcht. Ein wundervoller Abend. Also einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Hoffentlich habt ihr keine Albträume von dem Spiel. Und wenn doch, dann freut es mich ganz besonders. Horror ist einfach cool. Auf jeden Fall bis zum nächsten Part. Haut drin. Bis dahin. Ja. Tschüss. Tschüss.